Ja, hi, hier ist Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist montags, gibt es immer News. Aktuell leider nur per Video, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Viel Spaß. Ja, da ich immer noch leider Störungen auf meinem Blog habe, Datenbank ist irgendwas nicht in Ordnung und die Techniker von Strato arbeiten übers Wochenende zumindest nicht für Prior. Was auch immer ich Kunde bin, also definitiv nicht A, hoffe ich dann heute am Montag, spätestens Dienstag, das ganze Problem in den Griff zu bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwo das Pflichtgefühl, da es immer montags News gibt, dann zumindest die per Video zu machen. Aber keine Sorge, das wird jetzt hier kein reiner Videokanal werden, da die Ambition habe ich jetzt nicht. Also es soll auch weiterhin demnächst Blogs geben. Es sind auch Rezensionen schon in der Pipeline, aber wie gesagt, ich kann sie leider im Moment nicht veröffentlichen, denn ohne Blog ist das aktuell nicht möglich und ich bin nicht willens, jetzt da nochmal eben schnell was zusätzlich aufzusetzen, also bleibt mir dieser Videokanal. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, deswegen, wie gesagt, News Sonderformat und von der Struktur ist es nicht anders als das Donnerstagsformat, also gehen wir direkt mal los. Asmodee hat auch Verzögerungen gemeldet, und zwar die Spiele Arkham Horror, Descent, Hot Zone, Pandemic Europe sowie Zombicide Second Edition werden sich verspäten. Das ist das ganze Thema Transport, Raumverknappung sozusagen. Sicherlich auch noch die Nachwirkungen des Suezkanal-Problems dort mit dem Tanker, der ja immer noch nicht freigesetzt wurde oder von den Behörden zumindest noch nicht freigegeben wurde. Und ja, da warten die Kollegen noch drauf, dass sich da was ergibt. Ich hätte euch eigentlich ganz gerne von der Satz den Sieger des diesjährigen Stipendiums vorgestellt. Leider gibt es im Netz aktuell noch keine weiteren Infos und ich bin gestern da nicht live dabei gewesen, werde ich dann spätestens Donnerstag nachholen. Da waren ja 5 Leute nominiert. Und es gibt einen neuen Verlag, Lucy Goosey Games, ein lustiger Name. Die haben sich zum Auftrag gemacht, so Filler-Spiele zu konzipieren. Das sind so Spiele, die man ganz nett beim Bier, eine Tüte Chips, okay, Chips ist vielleicht nicht das beste Essmittel, also beim Bier ein paar Weingummis und einer netten Unterhaltung mit Freunden spielen kann. Ja, das werde ich mir mal etwas näher anschauen. Ich habe ja immer so Interviewreihen mit neuen Verlagen. Ich hoffe, dass ich die Inhaber da auch mal vor das Mikro kriege. Crowdfunding ist sehr mau gewesen, also von daher war es jetzt gar nicht so schlimm, dass ich am Samstag die Crowdfunding-News habe ausfallen lassen müssen. 11 von Portal Games steht in den Startlöchern, wird bei GameFound finanziert werden. Es ist so ein Fußballmanager, wie wir den aus unserer Kindheit kennen. Ich weiß noch, das war so eine fast schon Basic-Grafik, sehr rudimentär, kaum irgendwelches Gekicke, dann wurden die Bilder natürlich besser und genau in das Thema geht Portal Games hinein, hat sich dazu ein Spiel, was vor 4-5 Jahren auf den Markt gekommen ist, geschnappt, nochmal aufpoliert, nochmal umgebastelt und dieses Spiel wird jetzt via GameFound dann online gehen. Festival Guru ist aktuell bei Kickstarter aktiv, braucht definitiv noch Unterstützung von euch, ist ein kleines Kartenspiel, glaube ich, um die 20 Euro. Spieltrieb ist der Verlag, der dahinter steckt, mit dem Till Meyer, Spieltrieb, umtriebiger Autor, der eben halt verschiedenste Wege auch des Verkaufens nutzt, war auch schon in der Schmiedeschmiede unterwegs, die kleinen Feinen beispielsweise. Also schaut mal rein, ob das was für euch ist, habe ich dann verlinkt. Und Brazil Imperial soll laut Homepage am 15.06., das wäre dann am Dienstag, in der Spieleschmiede starten. Das ist ja das Spiel von Meeple BR, was mit Hans im Glück nicht herausgekommen ist oder mit von Hans im Glück nicht herausgebracht worden ist. Aber die Spieleschmiede hat es sich geschnappt und wird das Ganze eben halt lokalisieren. Dann sind wir bei Events. Da habe ich euch beim letzten Mal vergessen, den BerlinCon Save the Date Termin zu nennen. Das ist der 17. bis 19. September.
Das Wochenende, wo man hofft, dass in Berlin möglicherweise die Veranstaltung eben halt starten kann. Der ein oder andere Verlag hat da auch vielleicht schon eine Neuheit in petto, die man dann sicherlich parallel auch auf der GenCon sehen wird. Und leider eine Absage, die Spielemesse in Hamburg, die Mitte November, ja eigentlich so, ja doch, Mitte November hätte stattfinden sollen, fällt aus. Da haben die Veranstalter gesagt, dass sie das ganze Thema eben nicht stemmen können unter den aktuellen Gegebenheiten und Auflagen. Da ist alles zu unsicher. Ich vermute mal auch, dass nicht wahnsinnig viele Verlage aktuell bereit sind, eben halt auch irgendwo Stände hinzustellen. Und ohne die ist eine Finanzierung so einer Messe eben halt etwas schwieriger. Also bleibt für die Fans eben die BerlinCon, vielleicht Rating Anfang September. Und dann ist tatsächlich die Spiel, die ja eben halt mit Volldampf im Oktober loslegen will. Das war eigentlich schon soweit das, was ich an News hatte. Wie gesagt, sonst erzähle ich euch ja da immer noch das ein oder andere. Aber den Ticker, den gibt es auch diesmal mit einigen Neuheiten, die ich euch vorstellen will. Viel Spaß mit dem Ticker. Im Ticker Wonderbook ist ein Spiel von DV Games oder DV Games, weiß gar nicht, ist ein italienischer Verlag, die auch die ganzen Deckscape-Abenteuer herausgebracht haben, die dann bei Abacus erschienen sind. Und die werden jetzt ein neues Spielformat von den Autoren Deckscape herausbringen, wo sechs Kapitel in einem Spiel sind und jedes dieser Kapitel hat ein extra Kartendeck. Ich weiß nicht, ob Abacus das macht, aber ich vermute mal, dass die da auch schon in den Startlöchern stecken, um eben halt hier eine Lokalisierung anzubieten, vielleicht zu essen. Mal gucken, was da herauskommen wird. Dann Fishery Gloucester ist ein zwei oder ein bis zwei Personen Fischereispiel. Da habe ich, glaube ich, schon mal vor einer gewissen Zeit drüber berichtet. Hier ist das finale Cover des Spiels, was dann herauskommen wird. Und Portal hat Dune Horse Secrets angekündigt. Auf Basis des Detective-Systems wird es hier vier Abenteuer geben, wo wir im gesamten Dune-Setting dann unterwegs sein werden. Mehr ist aber zu diesem Spiel noch nicht bekannt. Und ich komme ja gleich nochmal ganz kurz auf das Pegasus Press-Event zu sprechen. Ja, weiter geht's mit Umsetzung von Filmen oder Fernsehserien. Aquaman darf natürlich auch nicht fehlen. Toppy Games wird hierzu ein Brettspiel herausbringen. Und It's a Small World, das Disney auf Basis der Disney-Reihe. Wird Funko ebenfalls auch in dieses Thema einsteigen. Funko hat ja das ein oder andere ebenfalls schon bekannt gegeben und sich jetzt sehr, sehr stark darauf spezialisiert, eben halt Filme oder Serien etc. dann in Brettspiele umzusetzen. The Little Flower Shop ist ein Würfelspiel, wo es darum geht, Blumen, Bouquets eben zusammenstellen, Blumenarrangements eben halt hinzubekommen. Und sieht vom Cover schon mal sehr interessant aus. Geht so ein bisschen in das Thema Kräutergarten oder Tassimassi hinein. Also vom Cover her, mehr weiß ich über das Spiel noch nicht. Werde da auch mehr drüber erzählen, sobald da auch mehr bekannt ist. Und dann hat Fantasy Flight Games, jetzt habe ich blöderweise gar nicht den englischen Namen, sondern nur mitbekommen, dass es halt auch auf Deutsch rauskommt. Abgrundtief wird das Ding da heißen. Im Arkham Horror-Universum geht es 1912 oder 1913 über den Atlantik mit einem Schiff und da darf natürlich Cthulhu nicht fehlen. Und die Überfahrt wird dementsprechend alles andere als lustig, so dass wir da eben halt verschiedene Abenteuer im Cthulhu-Universum bestehen müssen. Ford war eine Überraschung für mich, war ja bisher immer bei so, Name vergessen, wo Root herausgekommen ist. Ja, gerade erwischt. Blackout. Vielleicht fällt mir gleich noch ein. Die haben übrigens leider noch immer ein Spiel von mir, was ich mal vor zig Jahren bestellt habe. Dieses Kaffeespiel, wo ich hoffe, dass das jetzt noch in diesem Jahr auch herauskommt. Quality Beast nennen die sich. Ja, also Quality Beast hat ja Root herausgebracht.
Aber Ford selber wird bei Asmodee erscheinen im dritten Quartal. War eine Überraschung für mich, hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und Skellig Games hat zumindest bei Facebook schon mal bei den Fans nachgefragt, was es an Erweiterungen von der aktuellen Isle of Cats Erweiterungskampagne geben soll. Da scheint auch bei Skellig Games das ein oder andere überlegt zu werden, was ist sinnvoll. Mache ich alles? Mache ich nur einen Teil? Mache ich das Roll and Ride? Wie auch immer. Also da warten wir mal ab, was von Skellig Games da in nächster Nähe noch kommen wird. Ja, und last but not least, ich habe gestern ein Video vom Pegasus Presse-Event veröffentlicht. Pegasus hat ein Sonder-Sommer-Event herausgegeben. Hier habt ihr die Möglichkeit, einen Blick auf die Neuheiten, die zwischen Juni und September wohl herauskommen werden, vielleicht auch Oktober, je nachdem, wie die Transportkapazitäten dort sind. Unter anderem auch das Spiel, was Feuerland jetzt bekannt gegeben hat, mit Pegasus in Kooperation herauszugeben. Also das Spaßige ist, dass Feuerland in der Redaktion überwiegend jetzt tätig war, während Pegasus jetzt das Ganze unter seinem Label herausgeben wird, nämlich Fire and Stone, ein Spiel von Klaus-Jürgen Wrede, der ja auch für Carcassonne unterwegs war. Also schaut da mal rein. Und ein Spiel hatte ich da noch vergessen, oder vielmehr sogar zwei Sachen hatte ich dort vergessen. Einmal Raccoon Robles, ebenfalls von Klaus-Jürgen Wrede, ist ein Spiel über Waschbären, die ja an Häusern entlang klettern und dementsprechend auch Spieler wieder runterschmeißen, wo es darum geht, eben Punkte zu machen. Kleines familiäres Spiel, sah aber sehr, sehr nett aus, toll gezeichnet. Und Hospital Rush, die Weiterentwicklung von Kitchen Rush, wird wohl ebenfalls bei Pegasus erscheinen. Das sind zwei Neuheiten, die ich jetzt in diesem Pegasus-Event noch nicht mit drin hatte. Ansonsten, boah, sind da über 20, 25 Spiele vorgestellt worden. Verweise ich aber auf das Video, will ich euch jetzt hier nicht mehr wiederholen. Also diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, gerne reinschalten. Und das waren die News, damit ihr eben halt auch Montag informiert seid, werde ich die jetzt nochmal eben schnell schneiden und wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche. Macht's gut, bis dann, euer Christoph. Gerne ein Abo, Daumen hoch oder was auch immer euch einfällt. Gerne auch einen Kommentar. Und morgen geht's schon weiter mit der Kolumne. Thema weiß ich noch nicht, muss ich mir überlegen, wird dann morgen auch erst abgedreht. Bis dann, macht's gut, ciao.